Dieser Film erzählt von radikalen Muslimen. Von Salafisten, die den Koran über die deutschen Gesetze stellen. Und wenn Allah uns eine Sache verbietet, dann rechtfertigen wir das nicht vor den anderen Leuten. Von Predigern, die Hassbotschaften verbreiten. Ein paar verfluchte Juden und 1500 Millionen Muslime um sie herum. Von Jugendlichen, die sich fanatisch dem Islam unterwerfen. Sie tun den Islam leugnen, dann werden sie in die Hölle kommen. Jugendlichen, die im Heiligen Krieg ihr Leben opfern. Ich habe den nie in meinem Kopf kämpfen sehen oder so. Und dieser Film erzählt von den verzweifelten Familien und Eltern. Die Salafisten haben das Leben meiner Tochter so stark verändert, dass ein Teil unserer Familie uns entrissen wurde. Ein Vater und eine Mutter unter großer Anspannung auf dem Weg zu einer Moschee in Pforzheim. Hier in der Franziskusstraße, in diesem unscheinbaren Wohnhaus, sind die Gebetsräume. Hier soll sich ihre Tochter öfter aufhalten. Die Moschee wird von Salafisten geführt. Sie vertreten eine radikale Richtung innerhalb des Islam und streben nach einem Leben wie zu Zeiten des Propheten Mohammed. An diesem Abend ist ein prominenter Prediger angekündigt. Die Eltern warten darauf, mit Verantwortlichen der Moschee sprechen zu können. Sie wollen wissen, unter welchem Einfluss ihre Tochter steht. Ein halbes Jahr zuvor ist sie von zu Hause ausgezogen. Für die Eltern ist das kein leichter Gang. Sie haben zugestimmt, dass wir sie begleiten. Sie bitten uns, dass wir ihre richtigen Namen nicht nennen. Wir nennen sie Petra und Klaus Brandt. Als die Islamisten unsere Kamera entdecken, werden sie aggressiv und kommen direkt auf uns zu. Die Anwesenheit von Journalisten akzeptieren sie nicht. Uns aber filmen sie, wie selbstverständlich. Für diese Leute scheinen andere Gesetze zu zählen. Die Gesetze Allahs. Die Salafisten haben großen Zulauf. Von Jugendlichen, wie der Tochter von Petra und Klaus Brandt. Machen Sie bitte Kamera aus. Sie dürfen jetzt Aufnahmen machen von mir. Machen Sie bitte Kamera aus. Machen Sie bitte Kamera aus. Die Geschichte beginnt im verlassenen Jugendzimmer der Tochter. Petra Brandt findet Bücher, die sie zurückgelassen hat. Es sind Bücher aus dem Repertoire der Salafisten. Frauen im Schutz des Islam. Dieses Buch ist inzwischen verboten, weil darin Gewalt in der Ehe befürwortet wird. Die Tochter, wir nennen sie Katharina. Warum ist aus dem aufgeschlossenen Mädchen eine strenggläubige Muslimin geworden, die sich Salafisten anschließt? Im Juli 2011 vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Eltern das nicht fragen. Erst wenige Wochen zuvor ist die damals 20-Jährige ausgezogen. Letztendlich war es so, dass sich verstärkt auch um das Beten gekümmert hat, sich immer wieder in ihr Zimmer auch zurückgezogen hat, abgeschlossen hat. Sachen, die wir bisher eigentlich hier so im Haus nicht hatten. Sie hat auch erzählt von einem Punktesystem fürs Paradies. Und je mehr man betet und je mehr man sich so verhält, wie der Koran es vorschreibt, umso mehr Punkte gibt es, um ins Paradies zu gelangen. Sie hatte einiges hinter sich abgebrochen, damals auch, als sie die Klasse wiederholt hat. Und hatte Kontakte zur Moschee bekommen, ist dann auch dorthin gegangen und hat sich dort offen und freundlich aufgenommen gefühlt. Das war eine positive Erfahrung für sie. In der Al-Baraka-Moschee in der Franziskusstraße wird eifrig missioniert. Mit Internetvideos zeigen die Wortführer der Moschee, wie sie neue Mitglieder in ihrer Mitte aufnehmen.
Eine Frau spricht ihr Glaubensbekenntnis hinter einem Vorhang. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, eingebildet zu werden, außer Allah. Allahu Akbar! In der Moschee hat auch Petra Brands Tochter den Islam angenommen. Ihre jüngere Schwester ist anfangs öfter mit ihr dort. Auch an dem Tag, als Katharina vor dem Vorsitzenden der Moschee konvertiert. Er hat gesagt, ja, sie soll zum Islam konvertieren, weil dann werden alle Sünden erlassen, die sie bisher begangen hat. Schließlich haben sie dann immer mehr versucht, also in meinen Augen immer mehr versucht, auch mich ein bisschen dazu zu drängen, jetzt zum Islam zu konvertieren. Und kam auch mit Argumenten wie, wenn man rausgeht, dann auf der Straße, wenn einem Unfall passiert, kommt man ins Paradies. Und wenn man jetzt nicht konvertiert, dann kommt man in die Hölle und solche Sachen. Und schließlich ist sie dann auch konvertiert. Ja, also ich habe das als Gehirnwäsche empfunden. Gehirnwäsche mit Paradies und Hölle. Gezielt Druck ausüben auf junge Menschen. In Bremen treffen wir einen jungen Mann, der das selbst erlebt hat. Mehr als ein Jahr hat er eine radikale Moscheegemeinde besucht. Er möchte sein Gesicht nicht zeigen, weil er von seinen früheren Glaubensbrüdern nicht erkannt werden will. Nach einer Lebenskrise glaubt er, in der Moschee religiösen Halt zu finden. Bis er bemerkt, dass sich seine Wertvorstellungen von Menschlichkeit nicht mit denen der Salafisten vereinbaren. Nach meiner Meinung wird diese Grundlage bereits schon in den Unterrichten geschaffen, indem man aufgefordert wird, sein Denken für gut und böse komplett abzuschalten und eben seinen kompletten Gedankengang den Koran zu unterwerfen, dann akzeptiert man es. Und es wird nicht hinterfragt. Dann ist man eben in seinem geistigen Gefängnis gefangen. Ein geistiges Gefängnis, erinnert er sich, in dem die Welt zweigeteilt ist. Die Muslime sind die Guten, die Ungläubigen sind die Bösen. Wir fahren nach Berlin. Wir haben von einem noch dramatischeren Fall gehört. Eine Mutter will uns vom Schicksal ihres Sohnes berichten. Beatrix Reinders. Gemeinsam mit ihrer Tochter Svenja erinnert sie sich an Danny. 2007, da war für die Familie das Leben noch in Ordnung. Hier, mein Alkohol, das ist 2007, also bin jetzt 27.07.2007. Das ist einfach... Ein paar Monate später, ist einfach unvorstellbar, finde ich. Danny ist ein ganz normaler Teenager, der gerne zu Hip-Hop tanzt, bis er den Islam für sich entdeckt. Wir hatten ja noch Silvester gefeiert, er ganz normal mit. Ne? Und im Januar 2008, ein paar Tage danach, hat er dann eben halt mir geschrieben, eine SMS, dass er eben halt konvertiert ist. Wie lange Haare? Für Danny ist lange Zeit Fußball sein Ein und Alles. Bis er 20 ist, spielt er beim BFC Alemannia gleich um die Ecke in seinem Kiez in Reinickendorf. Doch längst widmet er sich vor allem den Worten Allahs. Er hat den Koran gelesen, er meinte, und das ist genau das, was er gut findet. Also genaue Anhaltspunkte hat er nicht gesagt. Nur, dass er halt dem Glauben am besten fand. Er hat gesagt, er braucht das. Er braucht halt seine innere Ruhe. Ja? Und wie gesagt, wir haben uns damit abgefunden gehabt und dann war das okay. Beatrix Reinders ahnt nicht, dass ihr Sohn in die salafistische Szene abrutscht. Dennis Lehrer bemerken das schon eher. Hier in der Berufsfachschule für Sozialwesen im Stadtteil Charlottenburg beginnt Danny im Herbst 2008 eine Ausbildung zum Erzieher. Zusammen mit 15 anderen Glaubensbrüdern verlangt er einen Gebetsraum, um der religiösen Pflicht nachzukommen. Als sich die Schulleitung querstellt, bricht Danny die Schule ab. Bildung sucht Danny jetzt immer öfter hier, in Neukölln, in der Moschee Al-Nur, zu Deutsch das Licht. Für Salafisten in Berlin ist sie zu diesem Zeitpunkt die zentrale Anlaufstelle, weil hier eine radikale Auslegung des Islam gelehrt wird. Muslime wie Danny Reinders lernen, wer treu Allahs Gesetze befolgt, erlangt das Paradies. Das Leben im Diesseits, in der sogenannten Dunya,
so erfahren auch wir aus Videos im Internet, ist für Salafisten ohne Wert. Wer das Paradies kennenlernt, der wird die Dunja verlassen. Er wird die Dunja hassen. Allah sagt, das, was im Paradies gibt, das kann sich keiner vorstellen. Es liegt über unserer Vorstellungsmacht. Die schönste Barmherzigkeit des Paradieses, seinen eigenen Schöpfer zu sehen. Danny Reinders ist inzwischen 21. Er scheint irgendwann nur noch ein Ziel zu kennen, das Paradies. Im Spätsommer 2009 ändert sich das Leben für Beatrix Reinders dramatisch. Am Abend des 1. September sieht sie Danny zum letzten Mal. Ich kam von Arbeit und der Fernseher lief noch. Und ich sagte, kannst du mal den Fernseher bitte ausmachen, weil ich lag und wollte schlafen. Und hatte auch tierische Kopfschmerzen deswegen. Und dann kam er nur und gab mir einen Kuss. Und ich schon, hallo, alles in Ordnung, weil es war Ramadan. Und dann machen sie das eigentlich nicht. Ja, ist alles okay. Nur so. Ja, und dann, wo ich den nächsten Tag von Arbeit kam, lag ein Zettel da, dass er eben ein paar Tage woanders schlafen tut. Zwei Tage später begreift sie, was passiert ist. Und dann habe ich gesehen, dass der Koran weg ist, die Bücher weg sind, also alle gläubigen Bücher. Und habe dann meinen anderen Sohn informiert. Und da war dann schon die Panik. Mein anderer Sohn ist dann alle Moscheen abgefahren, wo er nur konnte. Weil er gedacht hat, vielleicht übernachtet er nur in der Moschee zum Ramadan. Aber vergeblich. Auch in der Al-Nur-Moschee ist Danny nicht mehr anzutreffen. Mit einer Gruppe von Glaubensbrüdern, die er hier kennengelernt hat, hat er Deutschland den Rücken gekehrt. Ende September 2009 sendet Danny ein erstes Lebenszeichen. Er ist jetzt an einem Ort, von dem Beatrix Reinders noch nie in ihrem Leben gehört hat. In der Nähe einer Stadt namens Mir Ali, in Pakistan, direkt an der afghanischen Grenze. Was in aller Welt suchen junge Muslime wie er ausgerechnet dort? In diesem Landstrich herrscht der Islam, aber auch Krieg zwischen islamistischen Gotteskriegern und den pakistanischen Regierungstruppen. 2009 wandern Danny und Dutzende andere Muslime aus Deutschland dorthin aus. Aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und eben auch aus Berlin. Und weiter wussten wir ja auch noch nichts. Bis dann die erste Mail kam. Und dann stand da auch nur, es geht mir gut, ich bin gesund. Und das war eigentlich alles, was zuerst kam. Und dass er uns liebt, stand in jeder Mail. Auch Klaus und Petra Brandt haben lange nicht geahnt, welchen Weg ihre Tochter Katharina eingeschlagen hat. Du willst auch eine. Ihre Konvertierung ist für sie zwar befremdlich, doch sie wollen tolerant sein. Dann aber erfahren sie, wie entschlossen ihre Tochter den Glauben praktiziert. Konkret gemerkt habe ich das eigentlich erst zu dem Zeitpunkt, wo sie uns eröffnet hat, dass sie zu heiraten gedenkt, egal wie wir als Eltern dazu stehen. Die Entscheidung sei gefallen, wir hätten sowieso nicht darüber zu entscheiden. Sie hat den Mann vorher zweimal gesprochen im Beisein von einem Dritten in der Moschee und sie hat dann erzählt, die Chemie zwischen beiden wird stimmen, sie hätten dieselbe Richtung und der Glaube ist beiden sehr wichtig. Und so könnten sie wohl ihr Leben aufeinander aufbauen. Und wenn sie Allah alles recht machen, und dann kämen sie wohl mit Sicherheit auch ins Paradies. In diesem schwarzen Kleid heiratet Katharina. Für ihre Familie hat sie sich völlig verändert. Gerade erst hat sie das Abitur bestanden, doch sie nimmt nicht einmal mehr an der Abiturfeier teil und sagt die Urlaubsreise mit einer Freundin ab, die schon lange geplant war. Die Moschee, die hat ihr auch einen Vormund bestimmt über uns hinweg, der wohl dann für sie das so alles arrangiert hat. Die Argumentation für den Vormund war, dass wir als Eltern nicht des rechten Glaubens, also sprich des Islams, wären und demzufolge nicht entscheidungsfähig. Wie haben Sie sich da gefühlt als Vater?
Übergangen. Übergangen. Schlicht und einfach übergangen. Zurück in der Pforzheimer Franziskusstraße. An diesem Abend wollen Petra und Klaus Brandt wissen, wer in der Moschee der Vormund ihrer Tochter ist. Laut Koran wacht er darüber, dass ihre Tochter die Regeln des Islam befolgt und bestimmt so über ihr Leben mit. Ich würde mal gern den Vormund kennenlernen von meiner Tochter. Wer ist das? Den möchte ich mal gern kennenlernen. Ein Vormund, der sich vor unser Elternrecht stellt. Bitte? Sind Sie das? Ja, kommen Sie rein. Sind Sie der Vormund? Er ist in der Salafisten-Moschee der Vorsitzende. Unsere Anwesenheit fürchtet er anscheinend. Die Eltern führt er zum Gespräch ins Haus. Nach 20 Minuten ist das Gespräch zu Ende. Die Eltern kommen wieder heraus. Was haben Sie erfahren? Ja. Wir haben ein bisschen was geklärt. Gut. Schreiben Sie mir auf. Okay. Also er ist der Vormund von meiner Tochter. Er? Er ist der Vormund. Was? Bei ein paar Sachen ist er schon ziemlich ausgewichen. Also er wollte unbedingt freundlich bleiben. Mhm. Und um das habe ich mich dann auch bemüht. Mhm. Weil es ja im Endeffekt um meine Tochter geht. Ja, ja, klar. Im Zug von Berlin nach Solingen treffen wir Claudia Danschke und ihren Kollegen Ahmad Mansour. Sie arbeiten für einen gemeinnützigen Verein, der über Extremismus aufklärt. Claudia Danschke berät betroffene Eltern. Sie macht die Erfahrung, dass der Einfluss von Salafisten auf Jugendliche inzwischen in vielen Familien in Deutschland zu schweren Konflikten führt. Die Schilderungen sind fast immer die gleichen. Dass der Junge, die Tochter oder der Sohn hat sich total verändert. Das Ganze, was bisher wichtig war oder wesentlich war, wird in Frage gestellt. Es gibt Konflikte zu Hause, in der Familie, kaum noch eine Kommunikation. Und es ist eine ganz große Angst da, dass der Angehörige oder die Angehörige in Zirkeln reinrutscht oder schon reingerutscht ist, wo also eine weitere Radikalisierung stattfinden könnte. Ankunft in Solingen. Claudia Danschke und ihr Kollege halten hier heute einen Vortrag, denn auch Solingen hat ein Problem mit Salafisten. Zu ihrem Vortrag kommen viele junge Leute, neben Lehrern, Sozialpädagogen und liberalen Muslimen. Von Claudia Danschke erhoffen sie zu erfahren, wie die Salafisten vorgehen und wie sie organisiert sind. Zwischen uns und euch ist Hass und Feindschaft gekommen. Claudia Danschke führt den Zuhörern vor Augen, wie Salafisten gezielt mit Feindbildern arbeiten. Dazu gehören Andersgläubige, die den Islam ablehnen. Journalisten, die den Islam kritisieren. Staatliche Stellen, die gegen radikale Salafisten vorgehen. Ja, selbst Eltern, die ihre Kinder vor der Szene bewahren wollen. Wenn diese Eltern sich gegen diesen Wunsch dieses Jugendlichen stellen, und selbst als Muslime nicht der Norm aus salafistischer Sicht entsprechen, dann beginnt man letztendlich mit Argumenten so weit zu den Jugendlichen zu unterstützen, dass er irgendwann seine Eltern sozusagen nicht mehr als Respektspersonen sieht, sondern als Feinde. Wenn ihr seht, dass eure Eltern auf keinen Fall über den Islam was hören wollen, dass sie stur sind, dass sie den Islam hassen, dass sie euch verachten, dann müsst ihr eure Eltern verlassen. Hat eine solche Regel etwa auch bei Katharina eine Rolle gespielt? In einem Video entdecken ihre Eltern ihren Schwiegersohn. Er steht an einem der Infostände der Pforzheimer Salafisten. Die Eltern erfahren, dass er nicht nur ein gläubiger Moslem ist, sondern sogar Funktionär in der Moscheegemeinde. Ich habe später noch erfahren, wenn der eine Konvertitin heiratet, dass er dann extra Punkte kriegt fürs Paradies und umso sicherer ins Paradies kommt. Die Salafisten haben das Leben meiner Tochter so stark verändert, dass ein Teil unserer Familie uns entrissen wurde.
Schon am Anfang unserer Dreharbeiten im Sommer 2011 treffen wir den Vorsitzenden der Salafisten-Moschee. Die Salafisten missionieren an diesem Tag in der Pforzheimer Fußgängerzone. Guten Tag. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, um zu erfahren, was er zu dem Fall Katharina und den Sorgen der Eltern zu sagen hat. Ich kenne sowas nicht. Bitte? Ich kenne sowas nicht. Sie kennen sowas? Nein. Dass Leute von den Eltern rausgerissen, kenne ich sowas nicht. Also ich kenne einen Fall hier in Pforzheim, wo ein junges Mädchen geheiratet hat, nicht? Und die Eltern sind ganz verzweifelt. Kenne ich nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist er allerdings bereits der Vormund der jungen Konvertitin Katharina. Danach bitten wir ihn noch einige Male um eine Stellungnahme. Vergeblich. Wir hätten gerne gewusst, warum die Eltern bei der Heirat von Katharina übergangen wurden und mit welchen Methoden die Moschee es schafft, junge Leute an sich zu binden. Wir erfahren, dass die Al-Baraka-Moschee prominente Prediger aus dem salafistischen Netzwerk einlädt, die in Vorträgen die strengen Glaubensgrundsätze aus den Zeiten Mohammeds predigen. Im Internet finden wir ein Video von einem der Prediger, Mohammed Shifchi. Er nennt sich Sheikh Abu Anas. Als Betreiber einer eigenen Islamschule genießt er höchste Anerkennung in der Szene. Laut seinen Lebensweisheiten nach dem Koran hält er die muslimische Frau, die sich weltoffen gibt, für krank. Wird sie nicht geheilt, ist sie zur Hölle verdammt. Andere Dinge außer Moschee darf sie nicht ohne Grund rausgehen, sondern muss mit Ehemann gehen, mit der Bruder rausgehen. Frauen, die ohne Kopftuch rumlaufen, werden bei Allah Azza wa Jalla verflucht und werden in der Grab und am jüngsten Tag streng bestraft. Ein weiterer gern gesehener Gast in Pforzheim ist Ahmad Abulbara aus Berlin. Er gilt als Scharfmacher. Weltliche Gesetze scheinen für ihn nicht zu zählen. Und wir ehren das Gesetz Allahs. Und wenn Allah uns eine Sache verbietet, dann rechtfertigen wir das nicht vor den anderen Leuten, sondern wir machen es für Allah. Ein Freitagabend in der Pforzheimer Franziskusstraße. Wieder einmal hat sich der Berliner Prediger angekündigt. Wir treffen ihn auf dem Weg zur Moschee. Herr Bara. Sie unterlassen das bitte mit der Sie Aufgabe. Wollen wir möchten nicht wir möchten Sie. Ansonsten werden wir Sie verklagt. Ja, Herr Bara, sagen Sie doch, was für einen Vortrag Sie heute halten hier. So wie in Pforzheim lernen junge Muslime in vielen Orten in Deutschland salafistische Prediger kennen. Oft gibt es mehrtägige Seminare in deutscher Sprache, in denen vor allem eines vermittelt wird. Integration in die deutsche Gesellschaft ist Sünde. Die Muslime sind die Auserwählten und Andersgläubigen überlegen. Frankfurt am Main in diesem Frühjahr. In ganz Deutschland gehen Salafisten inzwischen gezielt an die Öffentlichkeit. In der Frankfurter Fußgängerzone haben junge Leute einen Stand aufgebaut. Sie agieren für eine salafistische Gruppe namens Dawa FFM. Sie verteilen den Koran, jenes Buch, das für sie Gesetz ist. Wenn du willst, kannst du keiner mitnehmen, durchlesen, Vorurteile abbauen oder auch nicht. Ja, ich habe keine Vorurteile, ich bin Muslim. Der Koran als Massenartikel. Alles sieht ganz harmlos aus. Doch diese Muslime machen kein Geheimnis daraus, was das Ziel ihrer Aktion ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Islam das Beste für die Menschheit ist. Und deswegen möchte ich auch, wenn jemand von der Wahrheit des Islam überzeugt ist, den Islam auch annehmen. Klar. Sie wollen also auch neue Anhänger gewinnen. Mit den ganz jungen Koranverteilern wollen wir ins Gespräch kommen. Wenn ich jetzt den Koran lese und nehme den Islam nicht an, was passiert dann? Aber wie bereits gesagt, dann werden sie in die Hölle kommen. So einfach. Das heißt so einfach, aber so ist es halt. Wenn sie den Islam kennen, ja, sie wurden davor gewarnt, ihnen hat jemand gesagt, sie müssen den Islam annehmen. Sie tun es nicht, sie wissen es, sie tun den Islam leugnen, dann werden sie in die Hölle kommen. Wo haben Sie das so gehört? Wer hat Ihnen das gesagt? Das steht im Koran. Lesen Sie sich den Koran durch, dann werden Sie das hören. Das reicht. Warum reicht das? Das reicht. Das ist Ihr Gott, unser Gott und von uns allen.
der sagt es in diesem Buch, ja? Es ist keine Person, die das irgendwie sagt, so einfach. Sie werden sich von mir nicht hören, der hat das gesagt oder der hat das gesagt. Lesen Sie sich das durch, dann werden Sie das sehen, so einfach. Jung und fanatisch im Glauben und empfänglich für die Botschaften der Prediger. Einen aus dem Kreis der salafistischen Agitatoren schauen wir uns genauer an. Abu Abdullah aus dem Raum Bonn. Er gehört zum Netzwerk Die wahre Religion. In einem seiner Vorträge geht er auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ein. Wollahi, was sind 4 oder 5 Millionen Juden inmitten von 1,5 Milliarden Muslime? Mitten im Herz der islamischen Umma. Ein paar verfluchte Juden und 1500 Millionen Muslime um sie herum. Wallahi, wenn die Muslime alle zusammen einmal spucken, sie ertrinken. Gern gehört wird er auch hier, in der Mesjid Chahabe in Stuttgart. Die Moschee der Gefährten Mohammeds, sie gilt als berüchtigter Salafistentreff. Es ist Karfreitag 2012. Bis Ostermontag, also über die christlichen Feiertage, soll hier ein Islamseminar stattfinden. Junge Muslime wollen sich zurückziehen, um ungestört den Glauben wie zu Zeiten Mohammeds zu erleben. Ganz kurz zu dem Seminar. Warum Sie zu dem Seminar gehen? Also ich gehe einfach nur zum Seminar, weil ich lerne da jetzt was. Deswegen. Also was lernen Sie denn? Oder? Also, entschuldigen Sie, aber ich will halt nicht mehr darauf eingehen. Angekündigt ist ein Vortrag von Abu Abdullah, jenem Prediger, der gerne von verfluchten Juden spricht. Überraschend treffen wir ihn vor dem Eingang der Moschee. Herr Abu Abdullah, können Sie uns sagen, warum Sie Juden im Internet beschimpfen? Ja, die verfluchten Juden, das kommt von Ihnen. Warum beschimpfen Sie Juden? Warum beschimpfen Sie Juden? Wir fragen uns, warum Prediger wie er hier eingeladen werden. Auf unsere kritischen Nachfragen reagieren die Moscheebesucher nervös. Warum darf Abu Abdullah hier einen Vortrag halten? Wer ist dieser Abu Abdullah? Der Juden als verfluchte Juden bezeichnet. Warum darf das sein? Warum darf er das machen? Hast du ihn aufgenommen? Ja, der verbreitet hier Antisemitismus. Warum so. Darf ich die Frage stellen? Einige von Ihnen wollen also nichts davon wissen und den prominenten Gastredner nicht einmal kennen. Immer wieder dürfen radikale Prediger in Moscheen auftreten und ihre Botschaften unter jungen Leuten verbreiten. Abu Abdullah entdecken wir wieder auf Videomaterial von einer Kundgebung in Bonn Anfang Mai. Radikale Salafisten sind in Aufruhr. Sie fühlen sich von einer Handvoll Sympathisanten der rechtsextremen Partei Pro-NRW provoziert, die Karikaturen des Propheten Mohammed hochhalten. Für Salafisten eine Todsünde. Eine Art Kriegserklärung Deutschlands an alle hier lebenden Muslime. Laut Koran fühlen sie sich berechtigt, ihren Propheten zu verteidigen. Abu Abdullah, der gern von verfluchten Juden spricht, heizt zuvor die Menge an. Wenn unsere Ehre getreten wird, dann wird ein Übel passieren. Diese Provokationen sind nicht hinnehmbar für die Muslime. Kein Muslim möchte so entehrt werden und es wird auch keiner akzeptieren. Versteckt droht er mit Übergriffen gegen Deutsche im Ausland, in muslimischen Ländern. Doch wie verstehen die Salafisten in Bonn solche Töne? Nur wenig später kommt es zu einem brutalen Angriff auf 2 Polizisten. Ein Salafist sticht mit dem Messer zu. Hat er zu der aggressiven Stimmung beigetragen? 3 Tage später treffen wir Abu Abdullah in Köln. Er ist wieder einmal gekommen, um anlässlich einer Kundgebung den Propheten zu verteidigen. Ein Polizist wurde mit Messerstichen attackiert. Kein Kommentar. Tragen Sie da eine Mitverantwortung? Natürlich nicht. Tragen Sie eine Mitverantwortung? Tragen Sie eine Mitverantwortung für die Tat in Bonn? Kein Kommentar. Vielleicht tragen Sie die.
Abu Abdullah schart an diesem Tag wieder Jugendliche um sich. Das Leben hier in Deutschland, sagt er ihnen, ist ein ständiger Kampf gegen die Ungläubigen. Wir sind nicht für Gewalt. Und wir waren auch vor dieser Zeit nicht gewalttätig. Aber jeder Mensch wird irgendwann gewalttätig und kann gewalttätig werden. Wir haben auch Ehre, wir haben Rechte. Und dafür kämpfen wir und dafür stehen wir gerade. Komme, was komme. Takbir! Wenn sie sich angegriffen fühlen, halten also radikale Salafisten Gewalt für gerechtfertigt. Solche Botschaften hat auch der junge Aussteiger aus Bremen oft gehört. Er hat erlebt, wie in Vorträgen und Predigten Hass geschürt wird. Als Böse werden eben ganz klar Feinde des Islams bezeichnet, Ungläubige, sehr häufig auch Juden. Die kann man bekämpfen. Wenn sie den Islam kritisieren, angreifen oder in islamische Länder einmarschieren, dann müssen die sogar bekämpft werden. Dann wird es auch zur Pflicht. Hat auch Danny aus Berlin das als seine Pflicht angesehen? Er hat Deutschland verlassen, an einen Ort, an dem es den Islam zu verteidigen gilt. Kurz vor seiner Ausreise erscheinen Aufrufe von deutschen Salafisten aus dem Kampfgebiet an der afghanisch-pakistanischen Grenze. Sie rufen Landsleute auf, ihnen in den Dschihad, in den Heiligen Krieg zu folgen. Wenn ich die Kraft habe, den Dschihad zu verrichten mit meinem Körper, mit meiner Seele und mit meinem Vermögen, dann muss ich alles mentale Gehorsam leisten. Beatrix Reinders bekommt Ende des Jahres 2009 noch einmal eine E-Mail von ihrem Sohn. Nur noch dieses eine Mal. Die letzte E-Mail war eine Art Hilferuf, ja. Weil die kam Anfang Dezember und da stand eben halt drin, es geht uns nicht gut. Es ist nicht so, wie wir uns hier vorgestellt hatten. Und wir sollten eben halt versuchen, Geld zu schicken. Mehreres kommt dann. Und im ersten Moment haben wir natürlich gedacht, wenn die da voll drin sind, werden sie das Geld nicht dafür benutzen, sondern für den Krieg benutzen. Und dafür schicken wir nichts. Und mein anderer Sohn hat sofort geantwortet und hat geantwortet, wenn ihr nach Hause wollt, schicken wir euch jederzeit ein Ticket. Doch dazu kommt es nicht mehr. Der Kontakt zu ihrem Sohn bricht ab. Für Beatrix Reinders beginnen qualvolle Monate. Ja, die Ungewissheit. Wo sind sie? Was haben sie? Wo sind sie? Was machen sie? Und man ist eigentlich zu nichts mehr fähig in dem Moment. Also, man kann nicht arbeiten gehen, obwohl es eigentlich helfen würde zum Ablenken, aber man kann gar nichts. Sorgen um ihre Tochter bestimmen auch den Alltag von Petra Brandt. Sie betreibt einen kleinen Friseursalon. Ein halbes Jahr ist vergangen seit der islamischen Hochzeit ihrer Tochter. An diesem Tag erfährt Petra Brandt durch Zufall, dass Katharina den Funktionär der Al-Baraka-Moschee auch standesamtlich geheiratet hat. Von der standesamtlichen Trauung wussten wir ja überhaupt nichts, mein Mann und ich. Katharina sucht noch sporadisch Kontakt zu ihrer Mutter. Bei diesen Treffen, erzählt Petra Brandt, wird über das Thema Glauben nicht gesprochen, um des Friedens willen. Katharina lebt mit ihrem Mann in Pforzheim. Mehrfach versuchen wir, mit ihr ins Gespräch zu kommen, um mehr über ihr neues Leben zu erfahren. Ohne Erfolg. Als ihre Geschichte durch unsere Recherchen in Pforzheim bekannt wird, wendet sie sich auf der Homepage der Al-Baraka-Moschee an die Öffentlichkeit. Katharina schreibt: Alles war mein eigener Wille. Ich bereue meine Entscheidungen nicht und bin froh, diesen Weg gewählt zu haben. Ist das wirklich Ihre Überzeugung? Einmal sehen wir sie durch Zufall aus der Ferne vor der Pforzheimer Moschee. Zusammen mit ihrem Ehemann besucht sie den Vortrag eines salafistischen Predigers. Ihre Eltern haben große Zweifel, dass es Katharina wirklich gut geht. Ihr sei die Familie immer wichtig gewesen. Jetzt will sie nicht einmal mehr, dass ihre Eltern ihr zu ihrem Geburtstag gratulieren, weil der Glauben ihr das verbietet. Mir war es eigentlich wichtig, ihr zum Geburtstag zu gratulieren und sie auch anzurufen. Und nachdem aber ausdrücklich gesagt hat, sie möchte nicht gratuliert bekommen,
habe ich mir es dann auch verkniffen. Petra Brandt hat oft das Gefühl, als ob sie ihre Tochter für immer verloren hätte. In Berlin hofft Beatrix Rein, dass im Frühjahr 2010 noch, dass ihr Sohn Danny aus Waziristan nach Berlin zurückkehrt. Bis zum 5. Mai, einem Mittwoch. Also meine Tochter kam die Treppen hoch mit mehreren Leuten. Sie hat nur gesagt, Mama. Und da wusste ich, was passiert war. In ihrer Wohnung zeigen Kriminalbeamte ihr das Foto eines Toten. Es ist Danny. Er war total abgemagert auf dem Foto. Und wir haben eigentlich mehr oder minder richtig erkannt, nur an seinem Leberfleck. Und er hat eine schiefe Scheidenwand vom Fußball. Was nur ist mit Danny passiert? Monate später, als er schon tot ist, taucht ein Propagandavideo auf, das eine islamistische Terrorgruppe ins Netz gestellt hat. Zu sehen ist ein junger Mann, der sich Shahid Ebu Abdullah Almani nennt. Märtyrer Ebu Abdullah aus Deutschland. Es ist Danny Reinders. Hier in Waziristan an der afghanisch-pakistanischen Grenze ist er mit anderen Glaubensbrüdern aus Deutschland zu einer Gruppe gestoßen, die sich Deutsche Taliban Mujahideen nennt. In dem Video spricht Danny die Sprache der Gotteskrieger. Kämpfen gegen die Kuffar, die Ungläubigen, gegen ausländische Truppen. Liebe Geschwister in Deutschland, guck, wie wir die BM-Raketen zu den Kuffar schießen. Die Kuffar schießen blind, sie wissen nicht, wo wir sind. Allah macht die Kuffar blind. Inshallah möge Allah die Kuffar beseitigen, auslöschen und die ganzen islamischen Länder wieder die Scharia filmen lassen. Am Ende des Videos ist zu sehen, wie Gräber ausgehoben werden. Irgendwo im pakistanischen Niemandsland. Begraben werden die Leichen von jungen Leuten aus Deutschland. Auch die von Danny Reinders. Er ist mit drei weiteren Glaubensbrüdern in einem Feuergefecht mit der pakistanischen Armee erschossen worden. Vorwürfe macht man sich immer. Da denkt man immer, irgendwo hätte ich was anders machen können, hätte ich anders reagieren können. Vielleicht, wenn man gewusst hätte, er reist den Tag aus, dass man am Flughafen gestanden hätte oder man hätte vorher den Pass weggenommen. Ich glaube nicht, dass man da hätte irgendwas anderes tun können. Termin beim Zentrum Demokratische Kultur. Hier arbeitet Claudia Danschke. Wie geht's? Gespräche mit der Islamismus-Expertin helfen Beatrix Rein, das über den Alltag. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Also ich kann es mir wirklich nur aus dieser Gruppensituation erklären. Ja, und dann diese Hoffnung, islamisch leben zu können. Wie gesagt, die waren ja kaum da, dann wollten sie nach Hause. Ja, ne? Ja. Ich habe schon gesagt, das ist Kanonenfutter. Das ist ein billiges Kanonenfutter. Billiges Kanonenfutter. Beatrix Reinders will nicht glauben, dass ihr Sohn tatsächlich am Heiligen Krieg teilgenommen hat. Ich habe den nie in meinem Kopf kämpfen sehen oder so. Niemals. Zusammen mit Claudia Danschke macht sich Beatrix Rein das Gedanken, wie sie andere Eltern vor radikalen Islamisten warnen könnte. Auch wenn es scheint, dass die Öffentlichkeit endlich begreift, wie gefährlich Salafisten sind. Die Politik demonstriert jetzt Härte. Der Bundesinnenminister hat ein Verbotsverfahren gegen das Netzwerk Die wahre Religion eingeleitet, für das Abu Abdullah agitiert, 7 Jahre nachdem es gegründet wurde. In ganz Deutschland gibt es Hausdurchsuchungen. In Solingen wird ein Salafistenverein schon jetzt verboten. Doch ist damit die salafistische Gefahr gebannt?
Kurz vor Ende unserer Dreharbeiten hat sich in Köln ein Mann angekündigt, der für viele Salafisten eine Art Ikone ist. Pierre Vogel, ein ehemaliger Boxer aus dem Rheinland. Inzwischen studiert er, wie er sagt, in Ägypten. Zu Auftritten in Deutschland kommt er, medienwirksam, eingeflogen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Für Pierre Vogel ist der Sieg des Islam in Deutschland nur eine Frage der Zeit. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass diese Religion in jedes Haus kommen wird. Und da braucht doch kein Nichtmuslim für Angst zu haben, ja, weil das wird passieren. Und dann kommt seine ganz besondere Bühnennummer. Neue Anhänger konvertieren bei ihm an Ort und Stelle. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Welchen Weg wird dieser junge Mann gehen? In den Fängen von Salafisten wie Pierre Vogel und seinen Anhängern. Der Prediger spielt den Kümmerer für junge Leute, die sich in der Gesellschaft benachteiligt und diskriminiert fühlen. Lasst uns ran an die Sache. Wir werden diese Leute, wir werden die ganzen Stadtteile innerhalb von 2 Jahren, inshallah, entasozialisieren, wie sie noch nie gewesen sind. Entasozialisierung im Namen Allahs. Von Salafisten, die den Koran 1:1 zur Grundlage ihres Handelns machen. Mit Regeln, die gegen Demokratie verstoßen und gegen ein selbstbestimmtes Leben sind. Den Sohn von Beatrix Reinders haben Salafisten so beeinflusst, dass er bereit war, für den Islam zu sterben. Heute weiß sie, dass die Pläne für die Ausreise nach Waziristan zuletzt in kleinen Zirkeln in Privatwohnungen geschmiedet worden sind. Beatrix Reinders geht zum ersten Mal dorthin, wo sich ihr Sohn zuvor immer weiter radikalisiert hat, zur Al-Nur-Moschee in Berlin-Neukölln. Was würden Sie denn jetzt am liebsten machen? Da rennen und die zur Rede stellen. Aber das hat doch ja sowieso keinen Sinn. Sieht sich die Moschee in der Verantwortung? Auf unsere schriftliche Anfrage bekommen wir keine Reaktion. Und Petra Brandt? Sie hat es bisher nicht geschafft, ihre Tochter aus der Szene herauszuholen. Um den Kontakt zu ihr zu halten, muss sie sich mit dem Weg ihrer Tochter notgedrungen arrangieren. Und das fällt ihr unendlich schwer. Petra Brandt will nicht hinnehmen, dass Salafisten weiter Zulauf bekommen. An diesem Tag sind junge Muslime in der Pforzheimer Fußgängerzone. Hallo. Sie sind Teil des Salafistenprojekts LIS und verteilen Korane. Es interessiert mich, ihr seid doch die Salafisten, die den Koran verteilen. Wieso macht ihr so Werbung hier? Mich stört es nicht, dass ich hier stehe, aber sie regen gegen das, was passiert. Kritischen Fragen scheinen auch sie lieber aus dem Weg zu gehen. Sind Sie für die Scharia beispielsweise? Das Gesetz Allahs, natürlich. Und das steht über unserem Grundgesetz für euch. Was heißt über das Grundgesetz? Das ist für euch wichtiger wie unser Grundgesetz. Allah, ja. Jeder junge Mensch ist gefährdet, wenn er sich zu euch bekennt. Sind Sie jetzt zufrieden? Ihr macht, nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin so lange nicht zufrieden, bis ihr ein Verbot habt. So lange bin ich nicht zufrieden. So lange gebe ich kein Petra Brandt kämpft weiter. Für ihre Familie und für andere Eltern, deren Kinder ins Netz von Salafisten geraten sind. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek. Angekündigt ist ein Vortrag von Abu Abdullah, jenem Prediger, der gerne von verfluchten Juden spricht. Überraschend treffen wir ihn vor dem Eingang der Moschee. Herr Abu Abdullah, können Sie uns sagen, warum Sie Juden im Internet beschimpfen?
Ja, die verfluchten Juden. Das kommt von Ihnen. Warum beschimpfen Sie Juden? Warum beschimpfen Sie Juden? Wir fragen uns, warum Prediger wie er hier eingeladen werden. Auf unsere kritischen Nachfragen reagieren die Moscheebesucher nervös. Warum darf Abu Abdullah hier einen Vortrag halten? Wer ist dieser Abu Abdullah? Der Juden als verfluchte Juden bezeichnet. Warum darf das sein? Warum darf er das machen? Hast du ihn aufgenommen? Ja. Der verbreitet hier Antisemitismus. Darf ich die Frage stellen? Einige von Ihnen wollen also nichts davon wissen und den prominenten Gastredner nicht einmal kennen. Immer wieder dürfen radikale Prediger in Moscheen auftreten und ihre Botschaften unter jungen Leuten verbreiten. Abu Abdullah entdecken wir wieder auf Videomaterial von einer Kundgebung in Bonn Anfang Mai. Radikale Salafisten sind in Aufruhr. Sie fühlen sich von einer Handvoll Sympathisanten der rechtsextremen Partei Pro-NRW provoziert, die Karikaturen des Propheten Mohammed hochhalten. Für Salafisten eine Todsünde. Eine Art Kriegserklärung Deutschlands an alle hier lebenden Muslime. Laut Koran fühlen sie sich berechtigt, ihren Propheten zu verteidigen. Abu Abdullah, der gern von verfluchten Juden spricht, heizt zuvor die Menge an. Wenn auf unsere Ehre getreten wird, dann wird ein Übel passieren. Diese Provokationen sind nicht hinnehmbar für die Muslime. Kein Muslim möchte so entehrt werden und es wird auch keiner akzeptieren. Versteckt droht er mit Übergriffen gegen Deutsche im Ausland, in muslimischen Ländern. Doch wie verstehen die Salafisten in Bonn solche Töne? Nur wenig später kommt es zu einem brutalen Angriff auf zwei Polizisten. Ein Salafist sticht mit dem Messer zu. Hat er zu der aggressiven Stimmung beigetragen? 3 Tage später treffen wir Abu Abdullah in Köln. Er ist wieder einmal gekommen, um anlässlich einer Kundgebung den Propheten zu verteidigen. Ein Polizist wurde mit Messer. Danny ist lange Zeit Fußball, sein Ein und Alles. Bis er 20 ist, spielt er beim BFC Alemannia gleich um die Ecke in seinem Kiez in Reinickendorf. Doch längst widmet er sich vor allem den Worten Allahs. Er hat den Koran gelesen, er meinte, und das ist genau das, was er gut findet. Also genaue Anhaltspunkte hat er nicht gesagt. Nur, dass er halt dem Glauben am besten fand. Er hat gesagt, er braucht das. Er braucht halt seine innere Ruhe. Ja? Und wie gesagt, wir haben uns damit abgefunden gehabt und dann war das okay. Beatrix Reinders ahnt nicht, dass ihr Sohn in die salafistische Szene abrutscht. Dennis Lehrer bemerken das schon eher. Hier in der Berufsfachschule für Sozialwesen im Stadtteil Charlottenburg beginnt Danny im Herbst 2008 eine Ausbildung zum Erzieher. Zusammen mit 15 anderen Glaubensbrüdern verlangt er einen Gebetsraum, um der religiösen Pflicht nachzukommen. Als sich die Schulleitung querstellt, bricht Danny die Schule ab. Bildung sucht Danny jetzt immer öfter hier, in Neukölln, in der Moschee Al-Nur, zu Deutsch das Licht. Für Salafisten in Berlin ist sie zu diesem Zeitpunkt die zentrale Anlaufstelle, weil hier eine radikale Auslegung des Islam gelehrt wird. Muslime wie Danny Reinders lernen, wer treu Allahs Gesetze befolgt, erlangt das Paradies. Das Leben im Diesseits, in der sogenannten Dunya, so erfahren auch wir aus Videos im Internet, ist für Salafisten ohne Wert. Wer das Paradies kennenlernt, der wird die Dunya verlassen. Er wird die Dunya hassen. Allah sagt, das, was im Paradies gibt, das kann sich keiner vorstellen. Es liegt über unserer Vorstellungsmacht. Die schönste Barmherzigkeit des Paradieses, seinen eigenen Schöpfer zu sehen. Danny Reinders ist inzwischen 21. Er scheint irgendwann nur noch ein Ziel zu kennen, das Paradies.
Im Spätsommer 2009 ändert sich das Leben für Beatrix Reinders dramatisch. Am Abend des 1. September sieht sie Danny zum letzten Mal. Ich kam von Arbeit und der Fernseher lief noch. Und ich sagte, kannst du mal den Fernseher bitte ausmachen, weil ich lag und wollte schlafen. Und hatte auch tierische Kopfschmerzen deswegen. Und dann kam er nur und gab mir einen Kuss. Und ich schon, hallo, alles in Ordnung, weil es war Ramadan. Und dann machen sie das eigentlich nicht. Ja, ist alles okay. Nur so. Ja, und dann, wo ich den nächsten Tag von Arbeit kam, lag ein Zettel da, dass er eben ein paar Tage woanders schlafen tut. Zwei Tage später begreift sie, was passiert. Im Juli 2011 vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Eltern das nicht fragen. Erst wenige Wochen zuvor ist die damals 20-Jährige ausgezogen. Letztendlich war es so, dass sich verstärkt auch um das Beten gekümmert hat, sich immer wieder in ihr Zimmer auch zurückgezogen hat, abgeschlossen hat. Sachen, die wir bisher eigentlich hier so im Haus nicht hatten. Sie hat auch erzählt von einem Punktesystem fürs Paradies. Und je mehr man betet und je mehr man sich so verhält, wie der Koran es vorschreibt, umso mehr Punkte gibt es, um ins Paradies zu gelangen. Sie hatte einiges hinter sich abgebrochen, damals auch, als sie die Klasse wiederholt hat. Und hatte Kontakte zur Moschee bekommen, ist dann auch dorthin gegangen und hat sich dort offen und freundlich aufgenommen gefühlt. Das war eine positive Erfahrung für sie. In der Al-Baraka-Moschee in der Franziskusstraße wird eifrig missioniert. Mit Internetvideos zeigen die Wortführer der Moschee, wie sie neue Mitglieder in ihrer Mitte aufnehmen. Eine Frau spricht ihr Glaubensbekenntnis hinter einem Vorhang. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, eingebildet zu werden, außer Allah. In der Moschee hat auch Petra Brands Tochter den Islam angenommen. Ihre jüngere Schwester ist anfangs öfter mit ihr dort. Auch an dem Tag, als Katharina vor dem Vorsitzenden der Moschee konvertiert. Er hat gesagt, ja, sie soll zum Islam konvertieren, weil dann werden alle Sünden erlassen, die sie bisher begangen hat. Schließlich haben sie dann immer mehr versucht, also in meinen Augen immer mehr versucht, auch mich ein bisschen dazu zu drängen, jetzt zum Islam zu konvertieren. Und kamen auch mit Argumenten wie, wenn man rausgeht, dann auf der Straße, wenn einem Unfall passiert, kommt man ins Paradies. Und wenn man jetzt nicht konvertiert, dann kommt man in die Hölle und solche Sachen. Und schließlich ist sie dann auch konvertiert. Ja, also ich habe das als Gehirnwäsche empfunden. Gehirnwäsche mit Paradies und Hölle. Gezielt Druck ausüben auf junge Menschen. In Bremen treffen wir einen jungen Mann, der das selbst erlebt hat. Mehr als ein Jahr hat er eine radikale Moscheegemeinde besucht. Er möchte sein Gesicht nicht zeigen, weil er von seinen früheren Glaubensbrüdern nicht erkannt werden will. Nach einer Lebenskrise glaubt er in der Moschee so stark verändert, dass ein Teil unserer Familie uns entrissen wurde. Schon am Anfang unserer Dreharbeiten im Sommer 2011 treffen wir den Vorsitzenden der Salafisten-Moschee. Die Salafisten missionieren an diesem Tag in der Pforzheimer Fußgängerzone. Guten Tag. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, um zu erfahren, was er zu dem Fall Katharina und den Sorgen der Eltern zu sagen hat. Ich kenne sowas nicht. Bitte? Ich kenne sowas nicht. Sie kennen sowas nicht? Nein. Dass Leute von ihren Eltern rausgerissen, kenne ich sowas nicht. Also ich kenne einen Fall hier in Pforzheim, wo ein junges Mädchen geheiratet hat, nicht. Und die Eltern sind ganz verzweifelt. Kenne ich nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist er allerdings bereits der Vormund der jungen Konvertitin Katharina. Danach bitten wir ihn noch einige Male um eine Stellungnahme. Vergeblich. Wir hätten gerne gewusst, warum die Eltern bei der Heirat von Katharina übergangen wurden und mit welchen Methoden die Moschee es schafft, junge Leute an sich zu binden.
Wir erfahren, dass die Al-Baraka-Moschee prominente Prediger aus dem salafistischen Netzwerk einlädt, die in Vorträgen die strengen Glaubensgrundsätze aus den Zeiten Mohammeds predigen. Im Internet finden wir ein Video von einem der Prediger, Mohammed Shifchi. Er nennt sich Sheikh Abu Anas. Als Betreiber einer eigenen Islamschule genießt er höchste Anerkennung in der Szene. Laut seinen Lebensweisheiten nach dem Koran hält er die muslimische Frau, die sich weltoffen gibt, für krank. Wird sie nicht geheilt, ist sie zur Hölle verdammt. Andere Dinge außer Moschee darf sie nicht ohne Grund rausgehen, sondern muss mit Ehemann gehen, mit der Bruder rausgehen. Frauen, die ohne Kopftuch rumlaufen, werden bei Allah Azza wa Jalla verflucht und werden in der Grab und am jüngsten Tag streng bestraft. Ein weiterer gern gesehener Gast in Pforzheim ist Ahmad Abul-Bara aus Berlin. Er gilt als Scharfmacher. Weltliche Gesetze scheinen für ihn nicht zu zählen. Und wir ehren das Gesetz Allahs. Und wenn Allah uns eine Sache verbietet, dann rechtfertigen wir das nicht vor den anderen Leuten, sondern wir machen es für Allah. Ein Freitagabend in der Pforzheimer Franziskusstraße. Wieder einmal hat sich der Berliner Prediger angekündigt. Wir treffen ihn auf dem Weg zur Moschee. Herr Bara, Sie unterlassen das bitte mit der Sie Aufnahme. Wollen wir möchten Sie. Ansonsten werden wir Sie verklagt. Ja, Herr Bara. Und Eltern. Die Salafisten haben das Leben meiner Tochter so stark verändert, dass ein Teil unserer Familie uns entrissen wurde. Ein Vater und eine Mutter unter großer Anspannung auf dem Weg zu einer Moschee in Pforzheim. Hier in der Franziskusstraße, in diesem unscheinbaren Wohnhaus, sind die Gebetsräume. Hier soll sich ihre Tochter öfter aufhalten. Die Moschee wird von Salafisten geführt. Sie vertreten eine radikale Richtung innerhalb des Islam und streben nach einem Leben wie zu Zeiten des Propheten Mohammed. An diesem Abend ist ein prominenter Prediger angekündigt. Die Eltern warten darauf, mit Verantwortlichen der Moschee sprechen zu können. Sie wollen wissen, unter welchem Einfluss ihre Tochter steht. Ein halbes Jahr zuvor ist sie von zu Hause ausgezogen. Für die Eltern ist das kein leichter Gang. Sie haben zugestimmt, dass wir sie begleiten. Sie bitten uns, dass wir ihre richtigen Namen nicht nennen. Wir nennen sie Petra und Klaus Brandt. Als die Islamisten unsere Kamera entdecken, werden sie aggressiv und kommen direkt auf uns zu. Die Anwesenheit von Journalisten akzeptieren sie nicht. Uns aber filmen sie wie selbstverständlich. Für diese Leute scheinen andere Gesetze zu zählen. Die Gesetze Allahs. Die Salafisten haben großen Zulauf. Von Jugendlichen wie der Tochter von Petra und Klaus Brandt. Machen Sie bitte Kamera aus. Machen Sie bitte Kamera aus. Sie dürfen jetzt Aufnahmen machen von mir. Machen Sie bitte Kamera aus. Machen Sie bitte Kamera aus. Die Geschichte beginnt im verlassenen Jugendzimmer der Tochter. Petra Brandt findet Bücher, die sie zurückgelassen hat. Es sind Bücher aus dem Repertoire der Salafisten. Frauen im Schutz des Islam. Dieses Buch ist inzwischen verboten, weil darin Gewalt in der Ehe befürwortet wird. Die Tochter, wir nennen sie Katharina. Warum ist aus dem aufgeschlossenen Mädchen eine strenggläubige Muslimin geworden, die sich Salafisten anschließt? Im Juli 2011 vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Eltern das nicht fragen. Erst wenige Wochen zuvor ist die damals 20-Jährige ausgezogen. Letztendlich war es so. Akzeptiert man es? Und es wird nicht hinterfragt. Dann ist man eben in seinem geistigen Gefängnis gefangen. Ein geistiges Gefängnis, erinnert er sich, in dem die Welt zweigeteilt ist. Die Muslime sind die Guten, die Ungläubigen sind die Bösen. Wir fahren nach Berlin.
Wir haben von einem noch dramatischeren Fall gehört. Eine Mutter will uns vom Schicksal ihres Sohnes berichten. Beatrix Reinders. Gemeinsam mit ihrer Tochter Svenja erinnert sie sich an Danny. 2007. Da war für die Familie das Leben noch in Ordnung. Hier, mit Alkohol, das ist 2007, also bin jetzt 27.07.2007. Das ist einfach ein paar Monate später. Das ist einfach unvorstellbar, finde ich. Danny ist ein ganz normaler Teenager, der gerne zu Hip-Hop tanzt, bis er den Islam für sich entdeckt. Wir hatten ja noch Silvester gefeiert, er ganz normal mit, ne? Und im Januar 2008, ein paar Tage danach, hat er dann eben halt mir geschrieben, eine SMS, dass er eben halt konvertiert ist. Für Danny ist lange Zeit Fußball sein Ein und Alles. Bis er 20 ist, spielt er beim BFC Alemannia gleich um die Ecke in seinem Kiez in Reinickendorf. Doch längst widmet er sich vor allem den Worten Allahs. Er hat den Koran gelesen, er meinte, und das ist genau das, was er gut findet. Also genaue Anhaltspunkte hat er nicht gesagt. Und nur, dass er halt dem Glauben am besten fand. Er hat gesagt, er braucht das. Er braucht halt seine innere Ruhe. Ja? Und wie gesagt, wir haben uns damit abgefunden gehabt und dann war das okay. Beatrix Reinders ahnt nicht, dass ihr Sohn in die salafistische Szene abrutscht. Dennis Lehrer bemerken das schon eher. Hier in der Berufsfachschule für Sozialwesen im Stadtteil Charlottenburg beginnt Danny im Herbst 2008 eine Ausbildung zum Erzieher. Zusammen mit 15 anderen Glaubensbrüdern verlangt er einen Gebetsraum, um der religiösen Pflicht nachzukommen. Als sich die Schulleitung querstellt, bricht Danny die Schule ab. Bildung sucht Danny jetzt immer öfter hier, in Neukölln, in der Moschee Al-Nur, zu Deutsch das Licht. Für Salafisten in Berlin ist sie zu diesem Zeitpunkt die zentrale Anlaufstelle, weil hier eine radikale Auslegung des Islam gelehrt wird. Muslime wie Danny Reinders lernen, wer treu Allahs Gesetze befolgt, erlangt das Paradies. Das Leben im Diesseits, in der sogenannten Dunya, gesehener Gast in Pforzheim, ist Ahmad Abulbara aus Berlin. Er gilt als Scharfmacher. Weltliche Gesetze scheinen für ihn nicht zu zählen. Und wir ehren das Gesetz Allahs. Und wenn Allah uns eine Sache verbietet, dann rechtfertigen wir das nicht vor den anderen Leuten, sondern wir machen es für Allah. Ein Freitagabend in der Pforzheimer Franziskusstraße. Wieder einmal hat sich der Berliner Prediger angekündigt. Wir treffen ihn auf dem Weg zur Moschee. Herr Bara. Sie unterlassen das bitte mit der Sie Aufnahme. Wollen wir möchten Sie. Ansonsten werden wir Sie verklagt. Ja, Herr Bara, sagen Sie doch, was für einen Vortrag Sie heute halten hier. So wie in Pforzheim lernen junge Muslime in vielen Orten in Deutschland salafistische Prediger kennen. Oft gibt es mehrtägige Seminare in deutscher Sprache, in denen vor allem eines vermittelt wird. Integration in die deutsche Gesellschaft ist Sünde. Die Muslime sind die Auserwählten und Andersgläubigen überlegen. Frankfurt am Main in diesem Frühjahr. In ganz Deutschland gehen Salafisten inzwischen gezielt an die Öffentlichkeit. In der Frankfurter Fußgängerzone haben junge Leute einen Stand aufgebaut. Sie agieren für eine salafistische Gruppe namens Dawa FFM. Sie verteilen den Koran, jenes Buch, das für sie Gesetz ist. Wenn du willst, kannst du keiner mitnehmen, durchlesen, Vorurteile abbauen oder auch nicht. Ja, ich habe keine Vorurteile, ich bin Muslim. Der Koran als Massenartikel. Alles sieht ganz harmlos aus. Doch diese Muslime machen kein Geheimnis daraus, was das Ziel ihrer Aktion ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Islam das Beste für die Menschheit ist. Und deswegen möchte ich auch, wenn jemand von der Wahrheit des Islam überzeugt ist, dass er den Islam auch annimmt. Klar. Sie wollen also auch neue Anhänger gewinnen. Mit den ganz jungen Koranverteilern wollen wir ins Gespräch kommen. Wenn ich jetzt den Koran lese,
und nehmen den Islam nicht an. Was passiert dann? Aber wie bereits gesagt, dann werden sie in die Hölle kommen. Das ist einfach. Das heißt zwar einfach, aber so ist es halt. Wenn sie den Islam kennen, ja, sie wurden davor gewarnt, ihnen hat jemand gesagt, sie müssen den Islam annehmen. Sie tun es nicht, sie wissen es, sie tun den Islam leugnen, dann werden sie in die Hölle kommen. Wo haben Sie das so gehört? Wer hat Ihnen das gesagt? Das steht im Koran. Lesen Sie sich den Koran durch, dann werden Sie das reicht, das reicht. Warum reicht das? Das reicht. Das ist Ihr Gott, unser Gott und von uns allen. Der sagt es in diesem Buch, ja? Das ist keine Person, die das irgendwie sagt. So einfach. Sie werden sich von mir nicht hören, der hat das gesagt oder der hat das gesagt. Lesen Sie sich das durch, dann werden Sie das sehen. So einfach. Jung und fanatisch. Integration in die deutsche Gesellschaft ist Sünde. Die Muslime sind die Auserwählten und Andersgläubigen überlegen. Frankfurt am Main in diesem Frühjahr. In ganz Deutschland gehen Salafisten inzwischen gezielt an die Öffentlichkeit. In der Frankfurter Fußgängerzone haben junge Leute einen Stand aufgebaut. Sie agieren für eine salafistische Gruppe namens Dawa FFM. Sie verteilen den Koran, jenes Buch, das für sie Gesetz ist. Wenn du willst, kannst du keiner mitnehmen, durchlesen, Vorurteile abbauen oder auch nicht. Ja, ich habe keine Vorurteile, ich bin Buddhistin. Der Koran als Massenartikel. Alles sieht ganz harmlos aus. Doch diese Muslime machen kein Geheimnis daraus, was das Ziel ihrer Aktion ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Islam das Beste für die Menschheit ist. Und deswegen möchte ich auch, wenn jemand von der Wahrheit des Islam überzeugt ist, dass er den Islam auch annimmt. Klar. Sie wollen also auch neue Anhänger gewinnen. Mit den ganz jungen Koranverteilern wollen wir ins Gespräch kommen. Wenn ich jetzt den Koran lese und nehme den Islam nicht an, was passiert dann? Aber wie bereits gesagt, dann werden sie in die Hölle kommen. Das ist einfach. Das heißt zwar einfach, aber so ist es halt. Wenn sie den Islam kennen, ja, sie wurden davor gewarnt, ihnen hat jemand gesagt, sie müssen den Islam annehmen. Sie tun es nicht, sie wissen es, sie tun den Islam leugnen, dann werden sie in die Hölle kommen. Wo haben Sie das so gehört? Wer hat Ihnen das gesagt? Das steht im Koran. Lesen Sie sich den Koran durch, dann werden Sie das sehen. Das reicht. Warum reicht das? Das reicht. Das ist Ihr Gott, unser Gott und von uns allen. Der sagt es in diesem Buch, ja? Das ist keine Person, die das irgendwie sagt. So einfach. Sie werden sich von mir nicht hören, der hat das gesagt oder der hat das gesagt. Lesen Sie sich das durch, dann werden Sie das sehen. So einfach. Jung und fanatisch im Glauben und empfänglich für die Botschaften der Prediger. Einen aus dem Kreis der salafistischen Agitatoren schauen wir uns genauer an. Abu Abdullah aus dem Raum Bonn. Er gehört zum Netzwerk Die wahre Religion. In einem seiner Vorträge geht er auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ein. Wallahi, was sind 4 oder 5 Millionen Juden inmitten von 1,5 Milliarden Muslime? Mitten im Herz der islamischen Umma. Ein paar verfluchte Juden und 1500 Millionen Muslime um sie herum. Wallahi, wenn die Muslime alle zusammen einmal spucken, sie ertrinken. Gern gehört wird er auch hier, in der Mescid-Schahabe in Stuttgart. In diesem schwarzen Kleid heiratet Katharina. Für ihre Familie hat sie sich völlig verändert. Gerade erst hat sie das Abitur bestanden, doch sie nimmt nicht einmal mehr an der Abiturfeier teil und sagt die Urlaubsreise mit einer Freundin ab, die schon lange geplant war. Die Moschee, die hat ihr auch einen Vormund bestimmt über uns hinweg, der wohl dann für sie das so alles arrangiert hat. Die Argumentation für den Vormund war, dass wir als Eltern nicht des rechten Glaubens, also sprich des Islams, wären und demzufolge nicht entscheidungsfähig. Wie haben Sie sich da gefühlt als Vater? Übergangen. Übergangen. Schlicht und einfach übergangen. Zurück in der Pforzheimer Franziskusstraße. An diesem Abend wollen Petra und Klaus Brandt wissen, wer in der Moschee der Vormund ihrer Tochter ist. Laut Koran wacht er darüber, dass ihre Tochter die Regeln des Islam befolgt und bestimmt so über ihr Leben mit. Ich würde mal gern den Vormund kennenlernen.
von meiner Tochter. Wer ist es? Den möchte ich mir gern kennenlernen. Ein Vormund, der sich vor unser Elternrecht stellt. Bitte? Sind Sie das? Ja, kommen Sie rein. Sind Sie der Vormund? Er ist in der Salafisten-Moschee der Vorsitzende. Unsere Anwesenheit fürchtet er anscheinend. Die Eltern führt er zum Gespräch ins Haus. Nach 20 Minuten ist das Gespräch zu Ende. Die Eltern kommen wieder heraus. Was haben Sie erfahren? Ja. Wir haben ein bisschen was geklärt. Gut. Schreiben Sie mir auf. Okay. Okay. Also er ist der Vormund von meiner Tochter. Er ist der Vormund. Was? Bei ein paar Sachen ist er schon ziemlich ausgewichen. Also er wollte unbedingt freundlich bleiben. Mhm. Und um das habe ich mich dann auch bemüht. Mhm. Weil es ja im Endeffekt um meine Tochter geht. Ja, ja, klar. Im Zug von Berlin nach Solingen treffen wir Claudia Danschke und ihren Kollegen Ahmad Mansour. Sie arbeiten für einen gemeinnützigen Verein, der über Extremismus aufklärt. Claudia Danschke berät betroffene Eltern. Sie macht die Erfahrung, dass der Einfluss von Salafisten auf Jugendliche inzwischen in vielen Familien in Deutschland zu schweren Konflikten führt. Die Schilderungen sind fast immer die gleichen. Dass der Junge, die Tochter oder der Sohn hat sich total verändert. Das Ganze, was bisher wichtig war oder wesentlich war, wird in Frage gestellt. Es gibt Konflikte zu Hause, in der Familie. Wir wollen sich zurückziehen, um ungestört den Glauben wie zu Zeiten Mohammeds zu erleben. Ganz kurz zu dem Seminar. Warum Sie zu dem Seminar gehen? Ich gehe einfach nur zum Seminar, weil es... Ich lerne da jetzt was, deswegen. Also, was lernen Sie denn? Oder? Also, entschuldigen Sie, aber ich will halt nicht mehr darauf eingehen. Angekündigt ist ein Vortrag von Abu Abdullah, jenem Prediger, der gerne von verfluchten Juden spricht. Überraschend treffen wir ihn vor dem Eingang der Moschee. Herr Abu Abdullah, können Sie uns sagen, warum Sie Juden im Internet beschimpfen? Ja, die verfluchten Juden, das kommt von Ihnen. Warum beschimpfen Sie Juden? Warum beschimpfen Sie Juden? Wir fragen uns, warum Prediger wie er hier eingeladen werden. Auf unsere kritischen Nachfragen reagieren die Moscheebesucher nervös. Warum darf Abu Abdullah hier einen Vortrag halten? Wer ist dieser Abu Abdullah? Der Juden als verfluchte Juden bezeichnet. Warum darf das sein? Warum darf er das machen? Hast du ihn aufgenommen? Ja. Der verbreitet hier Antisemitismus. Warum? Darf ich die Frage stellen? Einige von Ihnen wollen also nichts davon wissen und den prominenten Gastredner nicht einmal kennen. Immer wieder dürfen radikale Prediger in Moscheen auftreten und ihre Botschaften unter jungen Leuten verbreiten. Abu Abdullah entdecken wir wieder auf Videomaterial von einer Kundgebung in Bonn Anfang Mai. Radikale Salafisten sind in Aufruhr. Sie fühlen sich von einer Handvoll Sympathisanten der rechtsextremen Partei Pro-NRW provoziert, die Karikaturen des Propheten Mohammed hochhalten. Für Salafisten eine Todsünde. Eine Art Kriegserklärung Deutschlands an alle hier lebenden Muslime. Laut Koran fühlen sie sich berechtigt, ihren Propheten zu verteidigen. Abu Abdullah, der gern von verfluchten Juden spricht, heizt zuvor die Menge an. Wenn unsere Ehre getreten wird, dann wird ein Übel passieren. Diese Provokationen sind nicht hinnehmbar für die Muslime. Kein Muslim möchte so entehrt werden. Und es wird auch keiner akzeptieren. Versteckt droht er mit Übergriffen gegen Deutsche im Ausland, in muslimischen Ländern. Doch wie verstehen die Salafisten in Bonn solche Töne? Nur wenig später kommt es zu einem brutalen Angriff auf zwei Polizisten. Ein Salafist sticht mit dem Messer zu. Hat